Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Track of the Day ist weltweit der einzige Routenplaner, der eine vollwertige SQL-Datenbank verwendet. Neue Nutzer, die nie zuvor eine SQL-Datenbank verwendet haben, sind daher häufig verunsichert und wissen nicht so genau, was sie mit dieser Datenbank anfangen sollen. Was an der lokalen Datenbank so cool ist und wie sie Recherche und Routenplanung nachhaltig beschleunigen kann, wird in diesem Video erklärt. Im ersten Video zur neuen Version 6.0 wird gezeigt, wie der Microsoft SQL Server LocalDB installiert wird, so dass wir uns in diesem Video auf die Funktionalität der SQL-Datenbank konzentrieren. Die SQL-Datenbank von Track of the Day kann man wie ein Archiv verstehen, in dem man hunderte oder auch tausende Tracks, Routen und PUIs ablegen kann. Beim Anwendungsstart sind diese Tracks und Routen verfügbar, werden aber nicht sofort geöffnet, was den Anwendungsstart stark beschleunigt. Hat man die Planung einer Route abgeschlossen, sollte man sie daher in der Datenbank ablegen. Sobald man sich neuen Planungsaufgaben zuwendet, ist es sinnvoll, fertig geplante Routen gewissermaßen ins Archiv zu verschieben. Dies erleichtert die Übersicht und beschleunigt den nächsten Start der Anwendung. Beginnen wir mit einigen Grundlagen. Der SQL Server ist ein Windows-Dienst. Das wichtigste Merkmal von Windows-Diensten ist, dass sie beim Starten des Computers automatisch hochgefahren werden. Alle verfügbaren Dienste kann man über die Windows-Systemsteuerung konfigurieren, starten und stoppen. Diese Services sind gewissermaßen das Herz eines jeden Windows-Computers. Ohne diese Dienste kann Windows fast nichts. Der SQL Server verwendet eine Datenbank mit dem Namen Master. Hier werden Datenbanknutzer verwaltet und hier werden weitere Datenbanken registriert. Das ist der Grund, warum man die Datenbank von Track of the Day nicht einfach auf einen anderen Computer kopieren kann. Selbst wenn dort ein SQL-Server installiert sein sollte, ist die kopierte Datenbank dort nicht in der Master-Datenbank registriert und man kann nicht darauf zugreifen. Um Daten zwischen mehreren privaten Computern auszutauschen, gibt es daher Funktionen für den Export und den Import aller Tracks, Routen und PUIs, die in Track of the Day verwaltet werden. Wie das funktioniert, wird in einem späteren Video erklärt. Steigen wir nun tiefer in das Thema ein. Die Track of the Day Datenbank ist ein Archivsystem für Tracks, Routen und PUIs. Hier kann man alles ablegen, was man im Laufe der Jahre gesammelt hat. Eine vordefinierte Größenbegrenzung gibt es nicht. Die Kapazität einer SQL Server Datenbank ist im Wesentlichen durch den verfügbaren Speicherplatz beschränkt. SQL-Datenbanken sind dafür gemacht, viele Millionen Datensätze schnell und effizient zu verwalten. Man könnte sagen, dass sie wie ein gigantisches Hochregallager sind, in dem man alles dort ablegt, wo gerade genug Platz ist. Um später etwas in diesem Lager wiederzufinden, gibt es die strukturierte Abfragesprache, die sogenannte Structured Query Language, die meist SQL genannt wird. Track of the Day verwendet viele SQL-Abfragen, aber als Nutzer bemerkt man nichts davon.
Sucht man beispielsweise nach Gebirgspässen in den Alpen, wählt man den Kartenausschnitt, in dem gesucht werden soll, und einen oder mehrere PUI-Typen sowie Kategorien aus. Track of the Day erstellt daraus eine Datenbankabfrage und zeigt das Ergebnis an, das der SQL-Server geliefert hat. Genauso funktioniert es auch mit Tracks und Routen. Man muss nicht mehr wissen, wie eine Route heißt, man muss nur noch wissen, wo sie startet. Möchte man beispielsweise alle Routen im Süden von Sardinien öffnen, fokussiert man die Karte auf diesen Bereich und wählt im Kontextmenü Routen im Kartenausschnitt finden. Werden mehr als 10 Routen gefunden, wird man gefragt, ob man sie tatsächlich alle öffnen will. In gleicher Weise kann man auch Tracks in der Datenbank finden. Man muss sich also keine Namen merken, sondern nur die ungefähre Region. Alle Tracks, Routen und PUIs kann man mit einem oder mehreren Schlagworten versehen, den sogenannten Hashtags. Damit wird das Finden von Elementen in der lokalen Datenbank weiter vereinfacht. Wie es genau funktioniert, wird ebenfalls in einem späteren Video erklärt. Schauen wir uns nun die Datenbanksicht etwas näher an. Am linken oberen Rand finden wir Reiter für die Anzeige von Tracks, Routen und PUIs. Gleich daneben ist ein Filter angeordnet, der bei sehr großen Datenbeständen verwendet werden kann. Dieser ermöglicht, die jeweils neuesten oder ältesten 10, 100 oder 1000 Elemente anzuzeigen. Im Suchfeld kann man beliebige Suchbegriffe eingeben. Wie das funktioniert, zeigen nun einige Beispiele. Rechts neben dem Suchfeld kann man die Liste der 10 zuletzt verwendeten Suchbegriffe aufklappen und auswählen. Klickt man auf das Symbol mit den beiden halbrunden Pfeilen, wird die Datenbanksicht aktualisiert. Dies kann nach dem Import von Tracks, Routen oder PUIs sinnvoll sein. Der Button mit dem Filtersymbol sucht in der selektierten Kategorie nach Elementen, die in den aktuellen Kartenausschnitt passen. Klickt man auf den Button mit dem Rechteck und dem Pfeil, werden die selektierten Tracks oder Routen geöffnet. Selektierte PUIs werden so in die Karte eingeblendet. Mit einem Klick auf den Button mit dem Stiftsymbol kann ein selektierter PUI geändert werden. Selektierte Routen können automatisch in Tracks konvertiert und geöffnet werden. Umgekehrt kann man Tracks auch als Routen öffnen. Über die Schaltfläche mit dem Sternsymbol kann man allen Datenbankelementen ein persönliches Ranking zwischen 0 und 5 Sternen geben. Klickt man auf die rote Mülltonne, wird das selektierte Element dauerhaft gelöscht. Die Schaltfläche mit dem Kreis und der Raute wechselt zur Smart-Ordner-Sicht. Hier werden alle Datenbankelemente auf der Basis von Hashtags dargestellt. Diese Sicht eignet sich sehr gut, um beispielsweise alle Tracks, Routen und PUIs einer Region oder einer Reise mit einem Klick zu öffnen. Wie die Smart-Ordner im Detail funktionieren, wird ebenfalls in einem späteren Video erklärt.
Um die Datenbanksicht abzudocken und auf einem zweiten Display anzuzeigen, klickt man auf das Symbol mit dem Computer. Ein Klick auf den Button mit dem X schließt die Datenbanksicht. Kommen wir nun zu den Funktionen, die innerhalb der Datenbanksicht möglich sind. Wir beginnen mit der Kategorie Tracks. Klickt man hier mit der rechten Maustaste, kann der aktuelle Track umbenannt werden. Bei Routen und Tracks funktioniert das Umbenennen in gleicher Weise. Das Menü Hashtags verwalten öffnet einen Dialog, in dem man Hashtags zuweisen, erstellen, umbenennen oder löschen kann. Dabei kann man jeweils nur die selektierten oder alle Elemente der aktuellen Kategorie ändern. Ist die Checkbox Berücksichtigung aller Tracks, Routen, PUIs und Datenbankeinträge markiert, werden wirklich alle Elemente geändert. Diese Funktion ist einigen wenigen Sonderfällen vorbehalten, weil man damit bei unbedachter Nutzung alle Hashtags auf den Kopf stellen kann. Hier ist also Umsicht gefragt. Das Menü Hochladen in die Cloud sendet die selektierten Tracks oder Routen an die Cloud-Dienste von Track of the Day. So können einzelne Tracks und Routen ganz unkompliziert auf einem anderen privaten Computer wieder heruntergeladen werden. Das Kontextmenü ermöglicht auch, das jeweils ausgewählte Element oder alle Elemente der aktuellen Kategorie zu exportieren. Analog dazu ist auch ein Import möglich. Diese Funktion kann zur Datensicherung oder auch zur Synchronisation mit weiteren privaten Computern genutzt werden. Hier ist zu beachten, dass alle Tracks und Routen im nativen Format von Track of the Day exportiert werden. Derart exportierte Routen wird man auf den meisten Navigationssystemen nicht nutzen können. Zu diesem Zweck gibt es den gesonderten Routenexport, der in einem späteren Video erklärt wird. Last but not least findet man im Kontextmenü auch Funktionen, um die ausgewählten Elemente oder alle Elemente der aktiven Kategorie zu löschen. Die Datenbankkategorie PUIs enthält darüber hinaus Funktionen, um PUIs zu bereinigen oder auch fehlende Adressdaten zu ermitteln. Der PUI-Typ und die PUI-Kategorie können hier ebenfalls geändert werden. Viele Nutzer stellen immer wieder die Frage, wie man die Inhalte der Datenbank sichern und wiederherstellen kann. Wie das funktioniert, möchte ich daher nun kurz zeigen. Zunächst stecke ich eine leere Speicherkarte in den Kartenleser, der in die Docking Station meines Computers eingebaut ist. Im Windows Datei Explorer wird die SD-Karte nun als Laufwerk E angezeigt. Jetzt öffnen wir die Anwendungseinstellung und konfigurieren dieses Laufwerk als Ziel für die Funktion Daten synchronisieren. Wir schließen die Anwendungseinstellung und starten die Funktion Alles exportieren über das Kontextmenü des zugehörigen Buttons im Hauptmenü. Der Export läuft nun los. Alle geöffneten Tracks, Routen und die auf der Karte sichtbaren PUIs werden jetzt auf die Speicherkarte exportiert. Dann werden der Reihe nach alle Tracks, Routen und PUIs aus der Datenbank importiert und auf die Speicherkarte exportiert. Das Ergebnis dieses Exports können wir mit dem Windows Datei Explorer überprüfen.
Die SD-Karte stecken wir nun in den Kartenleser an einem Microsoft Surface Pro 8 ein. Danach starten wir Track of the Day und stellen den Pfad für die Synchronisation mit anderen Computern in den Anwendungseinstellungen ein. Auf diesem Surface ist nur eine Demo-Route von einem der letzten Tutorials vorhanden. Außerdem gibt es einige wenige PoEs. Diese Daten könnten wir löschen, aber wir können auch einfach alle Daten von der Speicherkarte hinzufügen. Nun starten wir den Import von der SD-Karte mit der Funktion externe Daten importieren. Nach einer Weile sind alle Tracks und Routen auf dem Surface exakt so verfügbar, wie wir sie zuvor auf dem anderen Computer gesehen haben. Zuletzt soll noch gezeigt werden, wie man viele Tracks und Routen sehr schnell in die Datenbank importieren kann. Dazu setzen wir auf dem Surface die Datenbank zurück. Alle Tracks, Routen und PoEs sind jetzt gelöscht. Anschließend werfen wir per Drag and Drop der Reihe nach die Tracks und Routen von der Speicherkarte auf die Datenbanksicht. Die Inhalte aller GPX-Dateien werden jetzt der Reihe nach importiert und stehen nach kurzer Zeit zur Verfügung. Damit wäre ich am Ende dieses Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald.